Die Wiener Sängerknaben sind eines der Aushängeschilder der Kulturnation Österreich. Mit ihren glockenhellen Stimmen begeistern sie weltweit ihr großes Publikum. Zum 525-Jahr-Jubiläum gastierten sie jetzt im Musikverein für Steiermark im Gedenken an den großen Dirigenten Nikolaus Arnoncourt. Bis 100 aktive Sänger im Alter von 10 bis 14 Jahren, aufgeteilt in 4 Chören, zählen die Sängerknaben zurzeit. Die Balance zwischen der Professionalität und Disziplin und Spaß ist eine Herausforderung natürlich. Die Sängerknaben besuchen eine eigene Schule in Wien. Der tägliche Zeitplan dort ist ein straffer. Wir werden um 6.45 Uhr aufgeweckt, 7.30 Uhr Schule bis 11 Uhr, ab 11 Uhr Probe bis 1, dann 1,5 Stunden Mittagspause, 14.30 Uhr wieder Schule bis 17.50 Uhr und dann Abendfreizeit. Lorenz ist einer von 2 Sängerknaben aus Graz. Gemeinsam mit Paul hat er bei den Grazer Kapellknaben begonnen. Wie lebt es sich zurzeit als Sängerknabe? Ja, ziemlich gut. Gutes Essen, tolles Publikum. Bis zu 70 Auftritte hat ein Sängerknabe jährlich. Ich war schon in Japan, in Spanien, in Ungarn, in der Schweiz. Und auch die Sänger kommen zurzeit aus 20 Nationen. Der Umgang mit anderen Lebensarten, mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen ist für die Kinder absolut normal. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt bei uns, die Toleranz. Zum 525-Jahr-Jubiläum wurde im Musikverein für Steiermark die Theresienmesse von Haydn aufgeführt, gemeinsam mit dem Concentus Musicus Wien, in Erinnerung an seinen Gründer Nikolaus Arnoncourt. Das hat er uns auch als Vermächtnis gegeben. Also ja, keine Schablonenkopien zu werden, sondern authentisch. Authentisch sind und bleiben auch die Wiener Sängerknaben, bei denen sich aber 2024 etwas Grundlegendes verändern wird. Ab September 24 können auch die Mädchen unsere Unterstufe besuchen. Und die sind in einem eigenen Chor organisiert, die Wiener Chormädchen. Und sobald die da sind, haben wir ein komplettes Ausbildungsangebot von 6 bis 18 Jahren. Somit sind die Sängerknaben wohl auch für die nächsten 525 Jahre gewappnet.